Koreaner sprechen ja selber falsch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Gängig bei den Koreanern ist 전화로 되세요. Wenn man es genau nimmt, ist das falsch, weil du kannst nicht ein schöner Tag werden. Weil du kannst selber nicht der schöne Tag werden. Aber Moment einmal, vielleicht meinen das die Koreaner mit ihrem Charme so, dass sie meinen, dass du den Tag einfach schön machst, dass du der schöne Tag bist. Wenn man es genau nimmt, ist es falsch, denn du musst sagen, 좋은 하루 보내세요, kommt von 보내다, das heißt verbringen. Sie sagen wortwörtlich, verbringe einen schönen Tag. Die Frage hier ist, was willst du? Möchtest du grammatisch einwandfrei perfekt sprechen oder möchtest du einfach so sprechen, dass man dich versteht und so, wie es die Koreaner auch machen? Das ist genau dasselbe wie den Marker. Es gibt so viele Bücher, die zerlegen und Kurse dich mit Marker, Topic Marker, Subjekt Marker. Und weißt du was? In Korea verwendet es keine Sau. Ja, du musst es einmal lernen, aber der Fokus liegt nicht auf den Markern. Der Fokus liegt darauf, dass du sie gerne weglassen kannst. Man soll dich einfach in Korea verstehen.